Und damit grüßt mit dem Zwerggenommen zu einem neuen Netztest. Wir spielen heute Resident Evil Revelations, die Demo-Version. Ja, ich habe vor, das noch irgendwann auch mal im Let's Play irgendwie auf Twitch oder auf YouTube zu spielen. Weil, um ehrlich zu sein, das alte Let's Play, was ich dazu gemacht habe, abgefilmt vom 3DS, irgendwie, wie ich das damals gemacht habe, das ist nicht mehr, schaut's euch nicht an, das ist wirklich nicht, das kann man wirklich keine mehr antun. Ich muss das zeitnah irgendwann mal streamen. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Jetzt spielen wir mal die Demo-Version dazu. Zu Resident Evil Revelations. Das ist mein erster Resident Evil Let's Play, das ich damals gespielt habe. Ja, so sieht's aus. Resident Evil Revelations. Okay, ja, die Qualität dieses Spiels ist schon ein bisschen, das Spiel ist schon etwas älter. Also, ja. Lasst euch von der Grafik nicht verschrecken. Wir spielen das einfach jetzt mal. Starten die Kampagne in Demo, schauen mal rein. Gute alte Zeiten. 2017 habe ich das im Let's Play gespielt. Absolut nicht sehenswert. Das Let's Play. Wir spielen es irgendwann nochmal. Komplett. Auf dem PC in halbwegs guter Quali. So gut das halt geht. Durch das, also das halt. Gecaptured durch OBS und dann, also. vom Bildschirm abgefilmt. Nicht vom Bildschirm abgefilmt, sondern mit OBS nochmal richtig aufgenommen. So wie das Spiel ist selbst nicht gerade so HD, aber ja, machen wir's. Rein geht's. Kampagne-Demo, wir spielen auf leicht. Wie immer. Ziel, Genesis ausrüsten. In Zenobia. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Spielhandbuch, grundlegende Steuerung. Wer ist der? Seitwärtsschritte mit AHD, ja. Benutzen Sie für die Kamerasteuerung, okay. Und Schnelldrehung Space. Shift ist wahrscheinlich zum Rennen. Waffensteuerung, Waffe abfeuern mit rechter Maustaste und linker Maustaste. Waffe nachladen mit R, ja, das ist normal. Waffe wechseln Q und E. Okay, Bildstoff mit G abfüllen. Linke Maus, okay, linke Maus, rechte Maus zum G. Interessant. 1, 2, 3 Waffe wechseln. Gesundheit aufladen mit Tab. Okay. Ah ja, Tab, das Menü kennen wir. Normale Steuerung. Ausweichen in die Vehicle Space zum rechten Zeitpunkt drücken. Ja. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay. Oh Gott. Ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Mit der Maus. Ah, mit der Maus komme ich nicht klar mit der Kamera. Wir müssen die Maus stillhalten. Kann ich die Maus-Sensibilität irgendwie noch einstellen?
Ja, schon besser. Strom ist noch da. Ach was. Was haben wir hier? Stromkästen. Wir spielen natürlich Jill, falls man es noch nicht so gut bekommen hat. Och, diese Maus, diese Kamera schwenkt. Ah ja. Wir sind auf einem Schiff der Queen Zenobia und suchen hier nach Chris. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Chris ist das Ziel. Das versuchen. Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Mit Breaking News. Schauen wir uns mal um. Irgendwas ist da gerade, ein Band oder so. Da. Zehn Munition haben wir. 15 zum Nachladen. Bisher braucht man ja erstaunlich wenig. Ich kann mich daran erinnern, dass es hier ein... Es gab hier einen Bossgegner, der arschschwer war. Richtig, das war... der Bossgegner, das war echt eine... Gab es echt einen Bossgegner, der mich echt belastet hat damals. Die normalen Gegner hier, ich glaube, die waren nicht weiter problematisch. Wo sind wir denn jetzt hier? Schade. Geht's hier noch irgendwo lang? Sieht nicht so aus. Die Queen Zenobia. Die Minimap oben eingeblendet. Sehen wir, wo wir längs müssen. Rennen können wir natürlich nicht. Da ist eine verschlossene Tür. Müssen Fahrstuhlschlüssel bekommen. Laufen wir wieder zurück. Erstaunlich wenig Gegner bisher. Spinte. Hier ist eine Pflanze. Und das Kraut. Ich
drehen wir es mal rum. Tja. Vielleicht hier lang. Hier passiert was. Chris! Chris! Los! Sag doch was! Ich habe Chris gefunden. Er sitzt in der Falle. Er sitzt gleich in den Arsch. Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Ich bin natürlich gleich ein bisschen weitergegangen. Dass der nebenan sitzt. Das ist wirklich ein bisschen dumm. Oh, hi. Was bist du denn? Und der 15 Schuss, 10 Schuss drauf am Rand. Wach, wie die schmelzen. Ich hoffe, hier gibt es Munition zu finden. Sonst wird das schnell blöd. Ein einziges Chaos. Meinen Spinden nach. Wenn ich mich richtig daran erinnere, gibt es da mal Sachen. Vereinzelte Munition. Eine Ankertür. Warum man Angriffsschlüssel für? Man kennt's. Ist verschlossen. Von der anderen Seite vermutlich. Wer schreit denn da? Ein bisschen Pistolenmunition. Na komm. Jill, was ist da los? Viel zu viel Munition verschwendet. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Ah ja. Hübschen Anzug. Haben die Monster hier aufgerissen? Ist, wer macht sie nicht? War hier nicht noch ein Schlüssel? Sagten, hier war ein Schlüssel bei der Leiche. Jetzt gucken wir das zum dritten Mal an.
Aber meine Erinnerung kann auch einfach nur scheiße sein. Gut, dann mal raus hier. Dann können wir hier noch irgendwie. Okay, jetzt sind wir dran, können wir nicht gucken. Schlüssel haben wir aber noch nicht gefunden. Haben wir da schon nachgeguckt? Schlüssel wird es nicht sein. In der Dusche auch nichts. Nicht, dass wir hier nochmal fünfmal hin und her gehen müssen. Und da hinten gab es nichts mehr. Und unten waren wir noch nicht. Da geht's nicht lang. Scheint in der Sackgasse zu sein. Ach was. Naja, da kommen wir nicht lang. Wo ist er denn jetzt hin? Sollten wir nicht zu ihm zurückkehren? Wo finden wir den verdammten Schlüssel? Was für eine Art zu sterben?
Okay, ich gehe dann nochmal zurück. Wir haben dann bestimmt irgendwas übersehen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon gespielt und ich bin mir relativ sicher. Ich meine, mein Gedächtnis ist ein Sieb. Ich vergesse auch vieles wieder, aber ich bin mir, dass da der Schlüssel lag. Werde ich meinen Hintern drauf. Was ist der da hinten? Ist zu weit. Ja, zu weit. Kaputtbare Tür. So, hier machst du doch irgendwo eine Leiche untersucht. War das nicht auch so, dass wir da irgendeinen speziellen Knopf irgendwie, das war in dem Spiel irgendwie ein bisschen. Ich meine, ich habe mich damals auch undämlich gesucht. Untersuche die Leiche. Okay, ich muss mal in die Steuerung reingucken. Trenn schnell umdrehen. Genesis ausrüsten C. Programm und Aktion F. Versuch's mal mit C. Ach ja, das Ding. Objekt gefunden, als dieses Spiel ist. Da haben wir den Schlüssel. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Für eine andere Sache. Ja, ja, so findet man die Objekte im Spiel mit diesem Untersuchungsgerät. Ich weiß auch nicht. Pistolenmunition. Eindeutig eines der schlechteren sind diese Spiele. Ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal durchzuspielen, ob das. Also alle, die Resident Evil 8 das Live-Let's Play gesehen haben auf Twitch, die sind dann. Ihr seid verwöhnt, das ist gesagt, das ist dann. Was? Ich dachte, das ist das Zimmer für Red. Hilfssachen. Handgranate. Das sind echte Munitionsschlucker. Diese Viecher. Und hier über Munition rum im leichten Modus. Noch irgendwas als eine Handgranate oder
war es das. Munition haben wir hier. Hier liegt vielleicht noch ein Schlüssel rum. Nein, Pistolenmunition. Wäscherkant. Ach, die Munition kannst du auf einmal nehmen. Gut, das wird nervig werden. Noch eine Handgranate. Es blinkt hier überall was. Nur ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich hoffe, der Schlüssel geht auch für das Christzimmer. Nein, hierfür natürlich nicht. Natürlich stehen die Dinger wieder auf. Das ist auch das Nervige an alten Resident Evil Teilen. Einmal besiegt. Ist das Ding nicht tot. Müssen wir ihn noch messern. Ich glaube, die Geschichte dahinter war nochmal, dass die mit dem Virus infiziert sind, die das und so. Das T-Abyss-Virus. Das war jetzt zwar ein kleiner Story-Spoiler, aber naja. Los, wir müssen Chris helfen. Hier. Chris! Ein Cutscene. Chris? Das ist eine Falle. Was ist das? Super. Mist, das ist eine Falle. Hat er ja früh bemerkt. Und hier tritt der Schurke das erste Mal aufs Spiel. Der Plan. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren. Miss Valentine. Typ in der Maske. Ganz gruselig. Danke fürs Spielen. Haben wir die Demo durchgespielt? Ja. So viel dazu. Ich spiele mit euch nochmal das Hauptspiel. Irgendwann mal im Stream. Jetzt gibt's auf Steam. Werde ich mir bei einem Sale irgendwie, das wird wahrscheinlich irgendwann mal einem Sale für billiger zu kaufen sein. Da werde ich mir das mal holen. Spielen wir das vielleicht noch dieses Jahr. Hätte ich Bock drauf, das mal zu remaken, mein Let's Play, damit ich mal was auf YouTube habe, was man sich angucken kann. Zu der Revelations. Ja. Danke fürs Zuschauen, jetzt erstmal im Let's Test. Und ja, habt noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Ciao, ciao. Law
lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. But the interpolation from their last known coordinates puts them... right here on this ship. What happened? No one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. How do you want us to proceed, O'Brien? I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. We'll sort it out later. We have to move. Any idea what's going on? It's impossible. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. I don't have to answer anything. Ignorant creatures who do not yet know of us, the time to speak is calm.